Lilo, heute beschäftigen wir uns mal mit eurem Gedöns, was ihr euch mal wieder gewünscht habt. Ihr hattet euch was gewünscht und zwar sollte was zu Python kommen. Ich starte es mal, damit das hier nicht so langweilig wird. Python, was wollen wir machen zum Jahresende? Ja, es sollte irgendwas mit Bildbearbeitung sein. Ich hatte mal was gemacht mit einer Webcam, die auf den Fernseher gerichtet war, auf das Logo eines Fernsehsenders und mit Motion wurde erkannt, ob der wechselt oder nicht. Gut. Das machen wir jetzt mal mehr oder weniger manuell, nur ohne Erkennung, ob es wechselt oder nicht. Das wird ja quasi das Pre-Processing zur Bilderkennung, Mustererkennung. Gerade das Pre-Processing ist ja ein bisschen schwierig. Gut. Warum ist das schwierig? Ich hatte mir mal PyBrain durchgelesen und das Wichtigste dabei ist, die Vorbereitung. Außerdem benutzen wir PyGame. Schauen wir uns erstmal die Bilder an. Das habe ich hier für den Schrott überhaupt gerade gemacht. Also ich habe hier fünf Bilder von meiner Webcam, die auf meinem Fernseher gerichtet ist, aufgenommen, automatisch von meinem Skript. Das Originalkamerabild hier, in dem Fall das letzte, das fünfte, sah so aus. Na, kann man nicht viel drauf erkennen. Na gut, das ist das erste Programm. Hinten dran läuft gerade irgendwas furchtbar Weißes und es steht auf dem Kopf, weil meine Webcam auf dem Kopf hängt. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist bunt und wie auch immer. Also will ich das Bild verbessern. Außerdem ist es mir zu groß. Ich müsste bei dem nachfolgenden Bilderkennungsprogramm, wenn ihr denn eins dahinter schalten wollt, da den Datensatz reduzieren. Gut, ich habe mir also 5 Snapshots aufgenommen. Alle 3 Sekunden einen, habt ihr gesehen. Dann habe ich es noch rotieren lassen. Rotieren auf den Kopf. Jetzt könnte man jetzt schon ahnen, dass das die 1 war. Warum 5 Bilder hintereinander weg? Nun, nicht jedes Bild ist gleich, weil sich hinter dem 1-Logo etwas tut. Da tut sich etwas. Manchmal sieht man gar nichts, wenn der Hintergrund komplett weiß ist. Deshalb habe ich mir einen Mittelwert aus dem ganzen Geraffel gemacht. Gut, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Mittelwertbild. In dem Fall ein sehr schlechter Hintergrund gewesen, aber gut für dieses Video. Trotzdem, das Bild, also die 5 Bilder insgesamt ziemlich schlecht waren, erkennt man recht gut noch die 1. Was noch stört, sind diese Pixel, die habe ich dann im Result-Bild, im letzten Bild, dann auch noch so halbwegs weggerechnet. Dann sieht das nämlich so aus. Gut, mit so einem Bild reduziert auf 2 Farben, wo man die Kontur besser erkennt, kann ein Bilderkennungsprogramm eher was anfangen. Ihr könntet zum Beispiel den Rand, da ist eigentlich normalerweise ein Kreis drumherum, um die 1 erkennen und die 1 vielleicht von der Kontur erkennen. Wir werden es am besten nochmal machen, damit ihr seht, wie es läuft. Da muss ich aber kurz nochmal auf meinem Fernseher umschalten. Inzwischen schaut ihr schon mal, wir benutzen PyGame übrigens. Einige wollten was zu Games, aber das ist eigentlich kein Game, ich benutze nur das Kameramodul. So, jetzt muss ich geschwind meinen Fernseher machen, weil die Webcam, da muss ich erstmal kurz umschalten auf das richtige Programm. Kann sich noch eine Stunde handeln. So, also, ich habe jetzt mal wieder aufs erste geschaltet. Wir könnten jetzt auch mal, ich schalte jetzt mal um auf die 6, das dürfte Sat.1 sein, wenn da nicht gerade Werbung läuft. Schauen wir mal, läuft keine Werbung? Gut, jetzt gebe ich gleich mal Feuer und zwar jetzt. Ich musste kurz warten, bis sich das Bild richtig zeigt. Wir nehmen also mit meinem Skript wieder mal das Webcam-Bild auf und davon 5 Screenshots vom Bild, und zwar automatisiert vom Programm. Jetzt muss ich mal wieder kurz zurück hier auf meinem Bild. Gut, hier seht ihr wahrscheinlich schon, bin wieder zurück, dass das Sat.1 war. Hier das Original-Kamerabild, nämlich das letzte von 5. So, meine Webcam hängt verkehrt herum am Fernseher, hat das Sat.1-Logo am oberen Rand erwischt. Gut, die Logos sind nicht alle an derselben Stelle. Ich habe mir da irgendeine gesucht. Aber mit so einem Bild kann natürlich ein Bilderkennungsprogramm wahrscheinlich nichts anfangen. Es ist bunt, es ist auf dem Kopf und es wechselt ständig. Hätte ich jetzt ein Bild dazwischen erwischt, wäre es vielleicht total wischiwaschi. Gut, was macht mein Programmelchen? Es nimmt ja die 5 Bilder auf. Ich mache das nochmal im Vollbild. F5.
Vollbild. So. Hier wäre dann das Bild bereits gedreht vom ersten der fünf Bilder. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Da fliegen so Pixel und so. Man weiß aber nie, wann man gerade in diesem Prozess eingreift, also wann man das Foto macht vom Bildschirm. Deshalb fünf und hintereinander weg. Das zweite sah es auch gut aus, ne? Beim dritten auch so, ne? Da fliegen nur die. Ne? Außerdem dreht sich, glaube ich, das Sat1-Logo. Das nächste, und da war es schon mal blöd. Ne? Kann sein, im Hintergrund tut sich irgendwas Helles, die Schauspieler laufen hinterher. Oder der Lichteinfall im Wohnzimmer ändert sich. Da war es immer noch so. Und hier sieht es doch schon viel besser aus. Wo sind wir denn? Bei Pick 6. Da muss ich jetzt gerade schauen. Pick 6 ist nämlich der Durchschnitt. Da habe ich schon einiges runtergerechnet. Ne? Ich habe mir die 5 Bilder vorgenommen, automatisch, und geguckt, wo ist es da bei denen immer weiß im Durchschnitt und wo ist immer schwarz, und habe dann Durchschnittswert gebildet. Was wir dann immer noch haben, sind einzelne Pixelinseln, die gefielen mir nicht, und hier so ein Gerausche, die Noise, wollte ich noch weghaben. Das ist hier das Resultat. Ne? Hier sind die Pixel auch noch verschwunden, und das macht mein Programm automatisch, hoffentlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie ich das gemacht habe. Gut. Wir haben Game. Na, eigentlich ist es kein Game. Ich benutze von PyGame nur das Kameramodul. Das importiere ich, damit mein Python-Skript, genannt SnapshotPy, das mitbenutzen kann, damit ich das nicht selber schreiben muss. Und ich benutze von dem Python Image Library noch diverse Filter, damit ich zum Beispiel die ganze Geschichte rotieren kann und in Schwarz-Weiß umdrehen kann oder wie auch immer. Dann benutze ich noch Sleep für das zeitverzögerte Aufnehmen der 5 Bildchen. Gut, zunächst einmal muss ich meine Kamera finden. Und ich muss sagen, welche Auflösung hätte ich denn gerne? Das ist das Original-Kamerabild, das ich immer aufnehme. Ich habe gesagt 160x120, ich wollte es möglichst klein. Damit man hinterher, falls man wirklich mal einen Präprozessor hinterschaltet, einen kleinen Datensatz hat, aber trotzdem mit Inhalt. Gut, meine Kamera wird initialisiert, genauso wie PyGame. Muss man machen, damit die Kamera überhaupt die Funktionen bereitstehen, ne? Damit ich die nutzen kann. Ich weiß gar nicht, welche Kamera an meinem Ding dran ist. Meine Webcam, ne? Die das Live-Bild oben in der Ecke vom Fernseher aufzeigt. Gut, hier stellt PyGame ein Modul zur Verfügung, das eine Liste der angeschalteten Kameras hat. Es wird also die Kamera gefunden, falls nicht, vielleicht ist ja überhaupt keine dran. Ne? Ich kann sagen, meine Webcam ist gar nicht eingestöpselt. Und sagt dann No Camera Found, das habe ich mir dazu programmiert als Fehlermeldung Exit Feierabend. Nun wird das Kameramodulchen gestartet. Hier habe ich es nochmal auf Englisch dazu gebabbelt. Was passiert jetzt? Das eigentliche Aufnehmen des Fotos passiert hier. Ich habe hier nochmal ein paar Variablen initialisiert. Ich hatte ja vorher ganz am Anfang gesagt, ich will 160x120 Pixel, weil kleiner kann meine Webcam nicht, aber ich will es noch kleiner für das spätere Pre-Processing, das ihr vielleicht mal wollt. Ne? Also die Bilder, die dann hinterher kommen, alle Bilder, sind nochmal 80% kleiner. Wie habe ich das gemacht? Ich nehme 5 Bilder auf. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das sechste ist generiert aus denen 5. Ich nehme 5 Bilder auf. Und zwar Snapshot. Eine Variable ist Kamera-Get-Image und schon habe ich ein Bild. Ja. Und schon kann ich das speichern. PyGame-Image-Save-Snapshot-Kamera-BMP. Das ist dieses Bild, ne, das Originalbild quasi, was noch im Kopf steht. Und jetzt kommt die Nachbearbeitung. Es soll schwarz-weiß sein. Es soll schwarz-weiß sein. Es soll um 180 Grad gedreht werden. Es soll jetzt 80% der Größe haben, sieht man hier. Und da brauchen wir aber was ganz Eigenartiges. Ja, das ist halt bei Pill so. Pill will das so.
um auf die einzelnen Pixel zugreifen zu können, ne, brauche ich nochmal einen Pixel Access, einen Pixel Zugriffsmöglichkeit. Ich brauche ein spezielles Objekt, das einfach mit Pickload ohne Dateiname geladen wird. Landet dann in der Variable P bei mir. Und diese ganzen Einzelpixel der jeweiligen Bilder, die will ich ja hinterher mal zugreifen und was dran fummeln. Ne? Dann habe ich mir eine Liste gemacht, diese einzelnen Zugriffsmöglichkeiten auf die Pixel. Die verwende ich dann im späteren, aber speichere erstmal das geänderte, rotierte, schwarz-weiße, komische Bild jeweils ab, und zwar mit dem Namen, wo I gerade gelandet ist. Ja, I ist in Range 5, das heißt, läuft von 0 bis 4, also 1 dazu, addiert damit Pick 1 bis Pick 5. Daraus kommt, nachdem ein Bild aufgenommen wurde, wird 3 Sekunden gewartet. Und das mache ich 5 Mal, also insgesamt 15 Sekunden Fotos machen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Bis dahin war es noch nicht so schwierig. Und dann habe ich noch ein bisschen gefummelt. Das habe ich mir jetzt selber zurecht gebastelt. Ich wollte einen Mittelwert. Ne? Mittelwert aus den 5 soll Picture 6 werden. Also muss ich mir ein neues Bild machen, das erstmal noch leer ist. Ja, ist auch klar. Auch da brauche ich wieder Zugriff auf dieses leere Bild, und zwar dieses komische Objekt, das Pixel Access heißt. Das muss man auch nochmal separat laden, das hat aber nichts mit Dateinamen zu tun, muss man nur wissen. Und jetzt schnappe ich mir alle Pixel-Zugriffs-Dingenskirchens von den 5 Bildern, die ich schon habe, und ich bilde eine Summe jeweils von XY. Das heißt, wenn beim ersten Bild 00 schwarz ist, beim zweiten Bild 00 schwarz ist, beim dritten Bild 00 schwarz ist und da ist weiß bei 00 und da ist weiß bei 00. Gut, ich habe gesagt, es muss mindestens viermal weiß sein. Also 4 oder 5 der Bilder müssten dann in der oberen linken Ecke weiß sein, damit auch beim neuen Bild in der oberen linken Ecke weiß ist. So meine Abbildungsvorschrift. Ansonsten bleibt das schwarz erstmal per Standard. Also 4 von 5 Bildern müssen sagen, wir stimmen ab. Ne? Wir stimmen ab. Jawohl, wir sind für weiß. 4 von 5 müssen die Hand heben. Ansonsten bleibt das bei 0, also schwarz. Und dann speichere ich mir dieses neue generierte Durchschnittsbildchen als PIC 6 BMP ab. So. Dann habe ich schon mal einen guten Schritt in Richtung Bild-Pre-Processing gemacht, mit dem man dann hinterher gegebenenfalls OCR oder wie auch immer oder neuronale Netzwerke füttern kann. Was mich dann an der Stelle noch gestört hat, ich habe ja x Versuche gemacht, deshalb hat es jetzt noch ein bisschen gedauert mit dem Video, die Einzelpixel-Fehler. Gut, dann habe ich also dieses Bild mich nicht begnügt. Ich habe dann noch eins generiert, das heißt Result, und die Zwischenergebnisse, seht ihr, habe ich immer schön abgespeichert, je nachdem, wie ihr es denn wollt, vielleicht seid ihr schon vorher zufrieden. Ich habe dann noch in meiner Nachbearbeitung automatisch einen schwarzen Rand rings um das Bild gemacht, also ich mache es mal hier, einen schwarzen Rand, ein Pixel breit rings ums Bild, weil mich die Pixel störten, ja. Und dann habe ich zweimal mein Pixel-Hau-Wech, drüber laufen lassen. Und zwar ist das Ding so gestaltet. Ich gehe nochmal auf Vollbild auf das Ding, was noch nicht optimal war. Um jeden einzelnen Pixel sind 8 andere. Wenn die 8 anderen irgendwie weiß sind, dann soll das in der Mitte vielleicht auch weiß sein. Nun, ich habe dann auch noch wieder gewisse Toleranz walten lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müssen nicht unbedingt alle 8 weiß sein, damit es in der Mitte auch weiß ist. Ja, und umgekehrt natürlich auch. Wenn drumherum schwarz sind und 1 tanzt noch aus der Reihe, dann mag es noch gut sein. Gut, das kann man jetzt hier definieren. Das habe ich hier gemacht. Ich bin also bei dem Result BMP am Generieren. Ich habe gesagt, bild eine Summe aus dem, was drumherum ist, um das eine Pixel, dass ich mich gar nicht kümmere. Ich gucke mir das überhaupt nicht an. Ne? Das Pixel in der Mitte gucke ich mir überhaupt nicht an. Ich sage, bilde eine Summe von den Werten,
die drumherum sind. Und wenn es dann mindestens 7 sind, 7 oder 8, die weiß sind, dann wird das in meinem Ziel, in meinem Result auch weiß. Ja. Und wenn es drumherum überall schwarz ist, ja, bis auf 1 vielleicht, ne? Bis auf 1. Wenn es also 255 ist der Wert für weiß, ein weißes ist okay, aus der Summe aller Pixel, die drumherum sind. Einmal weiß ist okay, aber wenn der Rest schwarz ist drumherum, dann ist in der Mitte auch schwarz. So, und dann speichere ich das ab als Result. Gut, dieses Ergebnis speichere ich natürlich auch ab auf meiner Google Drive. Und wie gesagt, wer sich jetzt wundert, warum ich das jetzt nicht unter Arch gemacht habe. Nun, das Modul PyGame ist noch nicht vollkommen übersetzt in Python 3 und ich hatte Python 3 drauf. Außerdem wolltet ihr wahrscheinlich ein paar Bilder sehen und auf Arch hatte ich halt nur im Moment keinen grafischen Desktop. Deshalb, ich denke, das ist für alle zufriedenstellend. Ich wünsche schon mal, falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten. Snapshot, mach mal Bilder von Weihnachten. Könnt ihr mal zeigen, wie eure Eltern aussehen, wenn man die auf den Kopf dreht, schwarz-weiß anmalt und die Pixel von der Bluse knöpft. So, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.